Die Spoiler zu Black Clover Kapitel 342 sind jetzt schon draußen und die sind sehr vielversprechend. Alle Fälle, Leute, kann man hier sagen, dass dieses Kapitel eine Art Flashback war von Ichika, wie sie über Yami gesprochen hat. Und irgendwann denke ich mal, dass wir eine Seite bekommen werden von irgendwo, der die Geschichte von Yami erzählen wird. Aber es gab auf jeden Fall wahnsinnig interessante Sachen, deswegen willkommen zu meinem Spoiler-Talk zu Black Clover Kapitel 342. Ichika ist auf jeden Fall jetzt sehr anders drauf. Also man muss schon sagen, die ist gerade ein bisschen angepisst. Erklärt Asta, was hier Sache ist, und ich komme auf das Wesentliche. Was sehr interessant ist, ist nämlich, dass in der Geschichte erzählt worden ist, dass es im Land der Sonne mal irgendwie einen fünfköpfigen Drachen gab, der halt irgendwie, und das habe ich jetzt so im Großen und Ganzen verstanden, der erstmal besänftigt worden ist von irgendeiner Jungfrau. Wichtig ist aber zu sagen, dass dieser Drache irgendwie eine Verbindung hat mit so einer Art Höllentor, irgendwie sowas, und als der dann verschwunden ist, also dieser Drache mit seiner Kraft verschwunden ist und dieser Drache am Ende auch nicht mehr existiert hat, so war dann auch dieses Meer, was dann in der Land der Sonne war, ein schwarzes Meer. Richtig komisch, was da eigentlich abging, aber alles, was da jetzt zu sagen war, hat hundertprozentig eine Verbindung mit einem Teufel. Man kann natürlich davon ausgehen, dass es vielleicht Astaroth war, weiß man jetzt aber irgendwie nicht. Es ist sehr komisch, aber sehr interessant, was mit dem fünfköpfigen Drachen ist. Vielleicht ist es ein bisschen anders erzählt in der Geschichte, vielleicht war es auch nur ein Drache mit fünf Hörner. Aber kommen wir mal zu Yami. Yami und Ichika kommen aus einer Familie, die halt eine Attentäterfamilie waren, die für die Familie Ryodo arbeiten. Also Ryo ist ja quasi derjenige gewesen, für den Yamis Familie gearbeitet hat, und diese Attentäterfamilie hat quasi immer ihre Arbeiten perfekt geleistet, und ihr wisst ja, was Attentäter machen. Hier muss man sagen, dass Yamis Vater ziemlich beschissener Pisser ist. Also der Typ wollte seine Tochter umbringen, weil seine Frau ist letztendlich gestorben, als sie Ichika auf die Welt gebracht hat, und das hat ihr nicht gefallen. Also Alkoholiker und so weiter. Und Yami hat halt eben seine Schwester immer gerettet. So, egal was war. Wenn Yami nicht gäbe, so wäre Ichika längst tot. Ganz ehrlich, so wäre es gewesen. Also, Yami hat wirklich einiges für sie getan, und selbst da schon hat man gesehen, dass Yami Stärke hatte. Also, der konnte seinem Vater schon ein bisschen entgegenkommen. Keine Ahnung, ob es irgendwie stark genug war, weiß ich nicht, aber da würde ich mir in Zukunft mal schon ein bisschen mehr erfahren. Und was dann sehr interessant ist, in diesem schwarzen Meer haben wir auch nochmal gesehen, wie Yami mit allen anderen aus den Kindern, die dort waren, nicht nur Ichika oder so, Yami waren da andere, sogar Ryo als Kind in 13 Jahren war auch dort. Und in diesem schwarzen Meer hat Yami irgendwas geangelt. Und dort war nämlich irgend so ein Kugelfisch, das aus irgendeinem Grund schwarze Hörner hatte. Es hat irgendeine Bedeutung, keine Ahnung, was es hat, das werden wir wahrscheinlich noch gut hinaus erfahren. Aber, Digga, dieses Kackding hat einfach Hörner, Bruder. Es hat doch eine Bedeutung. Ich habe ja echt irgendwie, ey, keine Ahnung, das hat irgendeine krasse Bedeutung. Auf jeden Fall hat das eine sehr krasse Bedeutung. Und viel damit zu tun mit diesen gewissen, ich sag jetzt mal, fünfköpfigen Drachen. Irgendwas müsste das irgendwie schon bedeuten haben. Irgendwas. Auf jeden Fall dieses schwarze Meer und dann dieser Fisch mit diesen Hörnern. Das ist nicht normal. Es ist nicht normal, Leute. Und letztendlich kann man eigentlich nur sagen, dass dann am Ende Ichika Asta noch klargemacht hat, sie gesehen hat, also wirklich mit ihren Augen gesehen hat, wo Ryu Ichika in den Armen gehalten hat. Hat sie mit ihren Augenblickwinkeln noch gesehen, wie Yami seine ganze Familie, seinen Clan getötet hat. Also er war wirklich komplett derjenige, der wirklich diese Menschen umgebracht hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Leute Ichika irgendwas antun wollten, weil da war irgendein Problem. Selbst Ryu ist verletzt, man sieht es total an, und Yami hat die wahrscheinlich gerettet und so weiter. Irgendwas ist da auf jeden Fall geschehen, was ziemlich krass war. Vielleicht verbirgt irgendetwas in Ichika und Yami weiß es, will sie aber beschützen, und deswegen ist er abgehauen. Auf alle Fälle hat er seinen Vater vor ihren Augen getötet. Also sie hat Yami jetzt komplett anders im Blick, und man kann sie natürlich verstehen, weil sie die Wahrheit nicht kennt, und man muss auch sagen, Ryu hat ihr niemals die Wahrheit wahrscheinlich auch gesagt. Und deswegen komme ich jetzt zu diesem geilen Moment, der mich überrascht hat. Sie will gegen Asta kämpfen, weil der Hass wirklich krass ist. Deswegen, und das hat mich sehr überrascht, Ichika holt ihre Schriftrolle raus, nutzt jetzt tatsächlich richtige Dunkelheitsmagie, und Digga, sie hat etwas gemacht, was Yami nie gemacht hat. Sie hat jetzt irgend so eine Samurai-Rüstung aktiviert mit ihrer Magie, und sie will jetzt mit Asta so kämpfen. Bruder, das sieht sick aus. Das sieht so sick aus, ne? Ich freue mich drauf. Diese Form mit Asta, der safe, und ich sag euch, das muss passieren. Asta wird auf jeden Fall entweder im nächsten Kapitel oder übernächsten Kapitel wird Asta in den Unit-Mode reingehen. Dann sehen wir diese Form gegen Astas Unit-Mode. Ey, Junge, ich will
unbedingt, dass Ichika auf jeden Fall auch mit dieser ganzen Scheiße mitkämpft gegen Lucius. Tabata, da haut er richtig was raus. Das muss ich sagen, Leute. Das waren die Spoiler zu diesem Kapitel. Also, ich muss sagen, ja, es klingt gut. Ich denke mal, Freitag gibt es die Review. Dort können wir natürlich dann viel, viel mehr über Yamis Vergangenheit erfahren, weil ich möchte echt gerne viel, viel mehr über diesen Drachen erfahren und allgemein nochmal über dieses Fisch, was das zu bedeuten hatte. Leute, schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Würde mich natürlich sehr interessieren, was ihr zu sagen habt. Und zudem kann ich sagen, wenn ich dieses Spoiler gefallen hat, dann würde es mich natürlich immer sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich immer zwei Videos für dich. Unter links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.